Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ihr habt mit Sicherheit auch komplett die Schnauze voll, dass ihr in Lobbys, wo ihr alleine spielt, andauernd in die Fresse bekommt und dass die Gegner besser sind und dass ihr alleine nicht zurechtkommt und dass ihr im Scoreboard immer auf dem letzten Platz seid und Vorletzter seid und ihr seht, dass es sowas wie Einsatzteam gibt und Drohnengeschwader und Kampfheli. Es gibt so viele Sachen, die man da spielen kann und ihr schafft einfach nichts davon, weil andauernd irgendwas passiert. Euch holt ein Spezialist, euch holt eine Granate, ihr entscheidet euch falsch, ihr veraimt, alles mögliche. Und es gibt in Black Ops 4 so viele einfache Möglichkeiten, seine Streaks zusammenzubekommen, damit man mehr Spaß haben kann. Denn ich bin ganz ehrlich zu euch, wenn ihr Streaks habt, macht das Spiel mehr Spaß. Ihr macht mehr Kills, ihr macht mehr Punkte, ihr kommt näher an größere Streaks ran, ihr steht im Scoreboard auf dem ersten Platz, ihr habt euer Team im Rucksack, ihr habt geile Gunfights, es ist alles besser, wenn ihr geil spielt. Und damit ihr diese Möglichkeit bekommt, und auch wenn ihr nicht der beste Spieler seid, hat David von der Haar, vielen Dank, Davy. Definitely not, you camping piece of stuff. Uns eine Möglichkeit gegeben, das Ganze irgendwie hier einzufädeln. Und zwar gibt es zwei Möglichkeiten, wie man seine Streaks viel, viel einfacher bekommt als in jedem anderen COD. Ihr kennt es mit Sicherheit aus anderen CODs, da gab es sowas wie Anzahlung. Das Anzahlung war ein Perk, damit habt ihr gleich 100 oder 150 Punkte bekommen am Anfang der Runde und brauchtet dementsprechend weniger, um später eure Streaks zu behaben. Genauso gab es eben das Perk Hardliner, zum Beispiel in Ghost damals. Das heißt, ihr habt für Assist Punkte bekommen und ihr habt generell einen Punkt oder ein Kill weniger gebraucht, um Streaks zu erreichen. Jetzt David von der Haar hat das Ganze schon in eine ganz andere Atmosphäre gebracht dieses Mal, und zwar mit dem ComSec-Gerät. Das ComSec-Gerät sorgt dafür, dass wir, wenn wir zum Beispiel aufs Einsatzteam gehen, locker 300 Punkte, das sind 3 Kills oder dreimal eine Flagge einnehmen, die gegnerische, dass wir 300 Punkte weniger brauchen, um die Streak zu erreichen, nur durch dieses ComSec-Gerät, was wir ausrüsten können. Ein Nachteil hat das Ganze natürlich, alles im Leben hat einen Nachteil, wir können kein Steam Injection mitnehmen. Das heißt, wenn wir weak sind, müssen wir kurz irgendwo hin, damit wir uns heilen können. Wenn ihr aber lernt, mit diesem Playstyle umzugehen und euren Playstyle, den ihr vielleicht bisher habt, für diese Methode der Streaks abgeiern, irgendwie rausholen könnt, dann ist das eine mega Methode. Und ich werde euch heute vorstellen, ihr seht das auch im Hintergrund, ich spiele mit dem ComSec-Gerät, ich habe das Ganze so übernommen. Das allererste Mal sterben wir erst bei 40-0, das allererste Mal. Das sind locker über 100 Kills, die wir nachher machen, und das Ganze ist auch ungeschnitten für euch so, dass ihr mir auch glaubt, dass es genau so erspielt wird. Ihr könnt das mit jeder Waffe machen. Das Wichtigste sind zwei Faktoren, die ihr braucht. Das eine ist definitiv das ComSec-Gerät. Ihr müsst die Ausrüstungsladung dafür opfern, die Steam Injection opfern, Akustiksensor opfern. Ihr braucht das ComSec-Gerät, so dass ihr weniger Punkte braucht, um eure Streaks zu erreichen. Und das zweite, was ihr auch seht, ihr braucht den richtigen Spezialisten dafür. Und es gibt genau zwei Spezialisten, die richtige Punktehamster sind. Das eine ist der Firebreak. Durch die Hitzewelle könnt ihr unheimlich viele Punkte machen. Das Problem daran ist, ihr habt die nicht so häufig. Und das ist wirklich die Geheimwaffe, wahrscheinlich kennen schon viele, aber Crash. Crash ist der beste Spezialist, um Punkte zu sammeln und um eine Streak nachher zu bekommen. Ihr bekommt mit dem Crash zusammen 25 Punkte für jeden Teammate, der von eurem Crash nachher die Muni nimmt. Ihr bekommt 125 statt 100 Punkte für jeden Abschuss, den ihr mit Crash Muni macht. Ihr bekommt volle Muni von Crash. Eure Teammates bekommen volle Muni von Crash. Ihr seid also ein richtiger Ehrenmann in der Lobby. Und ihr könnt, wenn es gerade knifflig ist, allen 200 Leben geben. Funktioniert auch super, wenn ihr gerade eine Heatwave abbekommen habt und euch nicht heilen könnt. Haut die 200 Leben von Crash raus und ihr seid instant geheilt, habt ein bisschen Puffer dazu und ihr kriegt 125 Punkte, wenn ihr 5 Teammates damit heilt. Das heißt, ihr kriegt ungefähr 1 Milliarde Punkte nur mit dem Spezialisten. Das in Verbindung mit dem ComSec-Gerät sorgt dafür, dass ihr in jeder Lobby gegen die größten, in dem größten Abfuck, die geilsten Streaks zusammenbekommt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ihr auf Platz 1 im Leaderboard seid, bei euch in der Lobby, und ihr habt 10, 15, 20.000 Schaden gemacht, ich glaube, diese Runde machen wir über 20.000 Schaden, und der nächste bei euch im Team ist bei 5 oder 6.000, dann ist das ein geiles Gefühl, hat man Spaß dabei und man feiert das und man macht es gerne. Nehmt euch die Tipps und nehmt euch das alles zu Herzen, guckt genau, was ich hier mache, und ihr werdet auch sehen, auch ich gehe durch Sachen durch, da bin ich genervt. Es gibt Dinge, irgendwann fangen die Gegner plötzlich an, sich nicht mehr zu bewegen und spielen eklige Sachen.
Lasst euch nicht entmutigen, auch wenn es bei euch in der ersten Runde nicht läuft und. Das ist völlig egal, es geht nur darum, dass ihr für euch eine Methode findet, wie ihr öfter an Streaks rankommt, damit ihr mehr Spaß haben könnt. Die Gegner in Black Ops sind mittlerweile viel, viel besser als vorher. Das heißt aber nicht, dass die einzelnen Spieler besser sind, sondern in Zeiten von Fortnite und ähnlichem ist es einfach so, dass viele, viele Leute nicht mehr, wenn sie so einen Shooter oder einen FPS-Game anfangen, direkt zu COD gehen, so wie es in den früheren Zeiten war, sondern mittlerweile eher zu Fortnite gehen oder anderen Battle Royale-Modi. Dazu kommt das Problem, dass die COD-Community mittlerweile einfach aufgeteilt ist in verschiedene Lager, in Blackout, in Zombies, in WW2 teilweise noch, in Black Ops 4, in alles Mögliche. Das heißt wiederum, es gibt weniger Casual-Player, also Anfänger, mit denen wir uns in den Lobbys messen können. Das heißt, es wird für uns schwieriger, gute Runden herauszuspielen. Damit man trotzdem dabei Spaß haben kann, braucht man definitiv das Comsec-Gerät. Ihr braucht die richtige Waffe. Ich werde euch gleich sagen, welche Waffen sich für das Ganze perfekt eignen. Da gibt es ein, zwei Sachen, die sind besser und ein, zwei Sachen, die sind schlechter. Und ihr braucht definitiv Crash. Wenn ihr das alles habt, dann habt ihr einen riesigen Vorteil und habt im Prinzip 3/4 der ganzen Arbeit schon gemacht, ohne einen einzigen Gegner zu killen. Wenn ihr auf die Waffen jetzt achtet und genau wissen wollt, welche Waffen ihr nehmen wollt, ihr müsst auch bedenken, welche Streaks ihr dafür nehmen wollt. Nicht jedes Streak eignet sich für dieses System. Wenn ihr auf die Waffen geht und euch genau anguckt, welche Waffen es jeweils gibt, dann kann ich euch nur sagen, es gibt genau 5 Waffen, die sich dafür lohnen, auf diese Sachen zu gehen. Das allererste, ihr braucht keinen Plünderer, das heißt, ihr habt schon mal einen Perk extra frei, weil ihr Crash spielt. Ihr nehmt die ICR. Die ICR ist eine super geniale Waffe, um auf Distanz Leute wegzuholen. Ihr müsst nicht direkt nach vorne rushen, ihr könnt sehr entspannt das Ganze angehen. Ihr habt 5x35 Schuss, das sind 150 plus 5x, das sind 175 Schuss habt ihr, wenn ihr einmal eure ICR aufladet. Das heißt, es reicht vollkommen aus, um seine Streaks zweimal zu bekommen. Bis dahin könnt ihr auch eine andere Waffe aufnehmen. Die zweite Variante, die ihr als Waffe nehmen könnt, ist definitiv die Titan. Solange sie jetzt noch nicht von dem Waffenpatch irgendwie runtergenerft wurde, eine der besten Waffen, die ihr nehmen könnt, kann ich euch nur empfehlen. Egal, ob es jemandem gefällt oder nicht, die Titan ist im Spiel, wir müssen alle damit leben. Es hilft nicht, ob es einem gefällt oder nicht, wir haben das Spiel nicht gemacht, also sollte man nicht die Spieler hassen, sondern die Leute, die das Spiel entwickelt haben. Die Titan hat genug Muni, dass ihr gar keinen Crash braucht, aber der Crash dazu hilft euch einfach dabei, dass ihr viele Kills macht. Die dritte Variante ist definitiv, ihr kennt sie alle, die Maddox. Die Maddox ist die Waffe schlechthin überhaupt in diesem Game. Auf kurze Distanz, auf weite Distanz, hat eine gute Feuerrate, hat ein gutes Handling, hat die wichtigsten Aufsätze, ihr habt alle Möglichkeiten. Ich kann euch nur empfehlen, Maddox ist die Go-To-Waffe, wenn es darum geht, dass ihr eine Streak erreichen wollt. Und ihr habt große Magazine drinne mit 40 Schuss jeweils. Dazu könnt ihr zu dem Standardmagazin, was schon 40 Schuss hat, noch schnelles Magazin drauf tun. Dazu Crash und das Comsec-Gerät und ihr seid beinahe unschlagbar. Die vierte Variante, die ihr nehmen könnt, und die wird jetzt vielleicht einige von euch überraschen, ist definitiv auch die Rampart. Die Rampart aus dem einfachen Grund, dass ihr Doppel-Großkaliber habt, was Gegner sehr, sehr schnell droppen lässt, wenn ihr sie auf Oberkörper, Brusthöhe oder Kopf trefft. Es ist ein ziemlich ekelhafter Aufsatz und ich weiß nicht genau, warum man diesen Aufsatz überhaupt reingemacht hat, aber was im Spiel ist, müssen wir ausnutzen können. Es ist für niemanden verboten, wir spielen Public, wir spielen hier nicht CWL, dementsprechend Rampart ist auch eine Möglichkeit für euch. Ihr müsst damit klarkommen, sie hat ein bisschen mehr Rückstoß als alle anderen Sturmgewehre, wenn ihr mich fragt, aber es ist trotzdem eine Möglichkeit. Und die letzte Waffe, die ich euch empfehlen kann, beziehungsweise erstmal, warum ich euch keine einzige MP empfehle, es hat einen relativ einfachen Grund. Und zwar liegt es daran, dass wenn ihr MPs spielt, ihr aggressiv spielen wollt. Dann wollt ihr vielleicht kleinere Streaks dabei haben und das Steam Injection auf jeden Fall. Wenn ihr mit einer Spitfire rusht und angeschossen seid und weiter rushen wollt und das Comsec-Gerät habt, dann kommt ihr in die Bredouille, dass ihr im Gegnerspawn steht und euch nicht mehr wehren könnt, weil ihr kein Leben habt. Das heißt für euch, die MPs sind für diese Variante nicht geeignet. Welche Waffe ihr aber noch nehmen könnt, insofern ihr sie habt, ist die SWAT. Die SWAT ist eine wirklich starke Allrounder-Waffe, eine coole DLC-Waffe, die richtig Spaß macht, die richtig lohnenswert ist. Und ich kann euch nur empfehlen, diese Waffe mit reinzunehmen. Wenn ihr die SWAT spielt, haut da ein Großkaliber drauf, haut da ein schnelles Magazin drauf, haut da ein Schaft drauf. Das ist die beste Möglichkeit, eine von diesen 5 Waffen zu nehmen, den Crash dazu zu nehmen, das Comsec-Gerät dazu zu nehmen
um die Basis zu haben, damit ihr gute Runden spielen könnt, damit ihr Streaks erreichen könnt, damit ihr mehr Spaß haben könnt. Wenn es jetzt darum geht, was für Streaks man überhaupt erreichen möchte, geht man natürlich davon aus, dass wenn man mit dem CompStack-Gerät spielt, man auch große Streaks haben möchte. Es bringt uns nichts, CompStack-Gerät zu spielen und eine Drohne, eine Fernlenkladung und einen Blitzschlag zu haben. Das heißt, wir wollen alles oder nichts spielen. Was wiederum bedeutet, wir nehmen definitiv mit das Drohnengeschwader. Es sind einfach 250 Punkte weniger, die ihr mit dem CompStack-Gerät braucht, um das Drohnengeschwader zu erreichen. Es rettet euch so oft den Hintern, es ist so eine coole Streak. Der einzige Nachteil bei dem ganzen Drohnengeschwader ist, dass Zero es leider hacken kann. Aber Zero, damit müssen wir auch leben, sie hackt nicht alle paar Sekunden, das heißt, auch das geht für uns klar. Wenn wir mit dem Drohnengeschwader als erstes Streak anfangen, wollen wir zweites Streak nehmen. Und hier kommt es ganz darauf an, was ihr bevorzugt. Ihr habt drei Möglichkeiten für die zweite Streak. Die erste ist das Scharfschützennest. Eine wirklich starke Streak, macht sehr viele Kills, kann aber leider auch gehackt werden. Die zweite Möglichkeit ist der Kampfhelikopter. Der Kampfhelikopter kostet ein bisschen mehr, ist aber nicht deutlich teurer, hält ein bisschen länger als das Scharfschützennest und kann teilweise 15 bis 20 Kills pro Einsatz machen. Auch da ist wieder der Nachteil, der Kampfhelikopter wird von den Titan mit Doppelvollmantel ultra schnell weggeholt. Die dritte Möglichkeit für die zweite Streak ist ganz einfach der Thrasher. Der Thrasher, den könnt ihr immer rufen, das Problem ist, wenn ihr ein Scharfschützennest oben habt und irgendjemand einen Kampfheli rufen will, das geht dann nicht, beides gleichzeitig geht nicht. Der Thrasher zeitgleich mit dem Kampfheli oder dem Scharfschützennest geht. Das heißt, eine von diesen drei Optionen ist unsere zweite Streak. Und die dritte Streak, das ist auch wieder von mir persönlich die Meinung, ist das Beste, was ihr machen könnt, das Einsatzteam. Das Einsatzteam kostet euch mit CompStack-Gerät 1050 Punkte statt 1350 Punkte. Es macht einen riesigen Unterschied, es sind drei Kills weniger, die ihr braucht und das Einsatzteam macht für euch alles. Es macht Kills, es macht Spezialisten weg, es macht Ausrüstung weg, es killt Drohnen, es killt Konterdrohnen, es macht Stacheldrähte weg, es ist nicht einfach zu geiern, man kann es nicht hacken. Das Einsatzteam ist eine der coolsten Streaks, die ich jemals in einem COD gesehen habe und so wie es hier funktioniert, kann ich euch nur empfehlen, nehmt das Einsatzteam. Wenn ihr diese drei Streaks habt und den Crash und das CompStack-Gerät und die richtige Waffe, müsst ihr nur noch gucken, dass ihr euren Playstyle so darauf ausrichtet, dass ihr die Möglichkeit habt, in Gunfight zu gehen, einen Gegner zu killen und wieder raus aus dem Gunfight. Ihr wollt nicht wie der wahnsinnigste Mensch der Welt in den Gegner-Spawn reinrushen, weil ihr ganz einfach nicht die Möglichkeit dazu habt. Ihr habt keinen Steam Injection, ihr könnt euch nicht sehr schnell heilen. Das heißt, ihr wollt bedacht spielen, etwas vorsichtiger, aber nicht campen. So wie es hier in dem Gameplay ist. Ich gucke, ich orientiere mich, wo ich hin muss, ich orientiere mich an den wichtigsten Spots. Ihr müsst natürlich die Karten kennen, das wird euch wirklich ein großer Vorteil sein. Und ich garantiere es euch und ich schwöre es euch und ich verspreche es euch, wenn ihr diese Sachen beherzigt und wenn ihr das so ausnutzt, dann werdet ihr die besten Runden spielen, die ihr bisher in Black Ops 4 hattet. Ohne Zweifel. Komplett ohne Zweifel. Da ist es auch egal, ob die jetzt wirklich sehr gute Gegner sind oder teilweise nur gute Gegner, ob ihr alleine spielt oder zu zweit spielt, ob ihr gegen drei Leute spielt, es ist völlig egal. Wenn ihr euer Ding durchzieht, die richtigen Streaks nehmt, die richtigen Waffen, die richtige Ausrüstung, so wie ich euch das gerade empfohlen habe, werdet ihr in Zukunft bei Black Ops 4 mehr Spaß haben, trotz all dem, was euch vielleicht genauso nervt wie mich. Das ist wirklich meine Tipps, die ich für euch habe. Ich spiele teilweise genauso, manchmal spiele ich auch anders, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, mehr Gunfights beim Rushen zu gewinnen. Dafür ist schon wieder eine ganz andere Klasse notwendig. Das ist aber das Schöne an COD und vor allen Dingen Pick a Class System oder Create a Class System mit 10 Punkten, die wir vergeben können. Jeder kann auf seinen Gaming-Stil seine Klasse so machen, wie ihm das gefällt. Wenn euch das irgendwie heute geholfen hat und weitergeholfen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da, ich würde mich drüber freuen. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, würde mich auch riesig drüber freuen. Teilt das Video gerne, wenn es euch gefallen hat. Ich glaube, wir haben uns heute endlich mal ein bisschen selbst übertroffen. Das sollte auch mindestens der Standard sein, wenn nicht sogar höher für die Zukunft. Ich bin raus für heute, macht's gut, haut rein.